Also, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Das ist so ein Gemeinschaftsprojekt, das im SOSM entstanden ist, im Schweizer OSM-Verein. Und wir haben da mal versucht, ein bisschen zu quantifizieren, wie gut ist im Moment eigentlich die Datenqualität von OpenStreetMap in der Schweiz. Zuerst die große Warnung, wir haben nur einige wenige Aspekte abgedeckt. Ihr werdet dann sehen, einfach wirklich nur einzelne Ausschnitte quasi, ganz spezifisch Hotels, Autobahnen. Die präsentierten Zahlen sind einfach mit Vorsicht zu genießen, weil es wurde, also ich habe das zum ersten Mal gemacht, ich habe noch keinen Algorithmus, um Duplikate zu filtern. Ich habe keinen Mechanismus, um False Positives zu finden. Also wenn jemand einfach da lustig sagt, ja, dort hat es ein Hotel, ja, dann wird das als Hotel gewertet, auch wenn dort gar keines ist. Also das trägt nicht negativ zu der Qualität bei. So als Anfang für die, die auch nicht so mit der Geografie von der Schweiz vertraut sind. Die Bevölkerungsdichtekarte, man wird dann sehen, gewisse Qualitätsaspekte, die korrelieren recht gut mit der Dichte, also dort, was viele Leute hat, hat es auch sehr viele Mapper und die sind dann fleißig am Mappen und dann halt irgendwo in den Alpen, dort hat es recht wenig Leute, entsprechend auch weniger Mapper und für den einzelnen Mapper wird halt dann das abzudeckende Gebiet viel, viel größer, die Strecken werden viel größer, entsprechend ist dort weniger erfasst, ist die Dichte kleiner. Ja. Okay. Als erstes mal ja, die Autobahnen, das ist so die low-hanging fruit, da gab es einen großen Sprung im 2007, und seit 2008 sind eigentlich sämtliche Autobahnen in der Schweiz gemappt. Autobahnen sind von Gesetzes wegen baulich richtungsgetrennt. Die werden auch in OpenStreetMap als richtungsgetrennte Fahrbahnen erfasst. Entsprechend ist die Kilometeranzahl natürlich halbiert. Und das scheint relativ stabil zu bleiben. Das wäre die Karte von den Autobahnen. Was nicht enthalten sind die Autostraßen. Die wären dann schon wieder komplizierter zum Filtern und Vergleichen. Ich habe da auch mal exemplarisch etwas angeschaut. Also die Autobahnen, die scheinen zu stimmen. Wäre auch verwunderlich, wenn es nicht so wäre. Das führt mich dann zum Auto-Routing. Es gibt da eine Routing-Tabelle, wo einfach für einige große Schweizer Städte eine Tabelle gemacht wurde von Aarau nach Bern, Bern-Aarau, wie viele Kilometer sind das und wie viel Zeit berechnet USRM, wurde hier verwendet als Routing-Engine auf OpenStreetMap-Seite und die berechnete Länge, die ist durchaus vergleichbar mit etablierten Routing-Diensten. Die berechnete Fahrzeit, die ist unterschiedlich, da OpenStreetMap hat noch nicht flächendeckend die Geschwindigkeitsbegrenzungen drin. OpenStreetMap hat gar keine Daten zu erwartenden Durchschnittsgeschwindigkeiten und was natürlich in OSRM auch nicht enthalten sind, sind Daten zu aktuellen Staus, also wenn man da Routing machen will, dann muss man oder ein Navigationsgerät für ein Auto müsste man natürlich zusätzlichen Aufwand hineinstecken, um diese Daten verfügbar zu machen. Dann das Straßennetz auf benamsten Straßenebene, also Quartierstraßen, Straßen in der Stadt, Straßen, die relevant sind für Adressen.
Da gibt es in der Schweiz die sogenannte GWR-Liste, das ist das Gebäude- und Wohnungsregister. Dort sind alle Straßen verzeichnet, wo irgendeine Adresse dran liegt. Das heißt, wir haben da eine relativ zuverlässige Quelle, was die Straßennamen anbelangt. Und wir wissen, in welcher Gemeinde die liegen. Und diese Grafik zeigt jetzt, wie vollständig dass die einzelnen Gemeinden, wie viele Prozent von diesen Straßen, die wir wissen, dass vorhanden sein müssen, wie viele das effektiv in OpenStreetMap vorhanden sind. Und da zeigt sich jetzt recht deutlich, da die stark besiedelten Regionen, die sind da schon ziemlich grün. Und ja, Alpenraum, Tessin, Graubünden, das ist noch sehr schwach. Dann noch ein Level tiefer unten, das wären dann die Adressen. Dort haben wir keine Referenzdaten, aber man hat vielleicht so einen Abschätzungswert, ist, wie viele Adressen man so erwarten kann pro Einwohner. Das sollte sich nicht allzu stark, variieren. Da haben wir einen Vergleichswert von Dänemark. Dort wurde ein Adressimport durchgeführt. Dort gibt es dann etwa 0,4 Adressen pro Einwohner. Und diese Grafik zeigt jetzt mal, wie viele Adressen pro Einwohner haben. Und die Adressen, die sind, da haben wir schon noch relativ wenig. Das wurde erst so gerade angefangen, richtig Hausnummern zu mappen. Also da gibt es sicher noch einiges zu tun. Was immer interessant ist, sind die Grenzen, oder? Dass ich die Grafiken überhaupt jetzt so gemeindeweise zeigen konnte, brauche ich natürlich die Grenzen. Dort, die haben wir nicht alle selbst erfasst, die wurden von SwissTopo importiert und die sollten darum eigentlich auch einigermaßen von der offiziellen Seite her stimmen. Jetzt gibt es immer wieder gewisse Mutationen in diesen Gemeindegrenzen und dort hat OpenStreetMap einen gewissen Pluspunkt, weil SwissTopo veröffentlicht die Gemeindegrenzen immer nur einmal im Jahr und das heißt, wenn es Gemeindemutationen gibt, ist dieser Datensatz meist hinkt er ein paar Monate hinterher. Und jetzt im letzten großen Rutsch von Gemeindemutationen gab es vor allem Gemeindefusionen. Keine neuen Grenzverläufe sind entstanden. Das konnten wir in OpenStreetMap sehr schnell anpassen. War eine ziemliche Arbeit, aber wir waren schneller als SwissTopo. Dann öffentlicher Verkehr. Wir haben das Eisenbahnnetz gemappt seit 2010. Dass die Kurve jetzt immer noch ansteigt, das liegt daran, dass nun fleißige Mapper daran sind, alles spurgenau zu mappen. Also wir haben schöne neue Luftbilder von Bing und jetzt wird da dort, wo es zweigleisig ist, werden wirklich auch zwei Gleise eingetragen. Das habe ich jetzt nicht rausgefiltert, dann steigt jetzt die Kurve immer noch friedlich weiter. Und so sieht das Eisenbahnnetz aus. In der Schweiz gibt es zwei Spurbreiten, die Normalspur, bekannt von der SBB, und dann von den verschiedenen Privatbahnen oder historisch bedingt gibt es die Schmalspurstrecken, die sind hier grün eingezeichnet. Die ÖV-Haltestellen, dort gibt es eine Liste vom Bundesamt für Verkehr, vom BAV, die sogenannte DIDOC-Liste. Dort sind aus administrativen Gründen sämtliche Haltestellen des öffentlichen Verkehrs erfasst, größtenteils mit Koordinaten. Diese Liste ist frei verfügbar, das heißt, wir dürfen die in OpenStreetMap verwenden. Aber die Qualität ist etwas fragwürdig. Also es gab da durchaus Fälle, wo die Haltestelle mitten im See liegt oder mitten in einem Wald.
oder halt auch einfach nur ein paar hundert Meter von der tatsächlichen Position entfernt. Alte Haltestellen, die nicht gelöscht wurden, die es eigentlich schon lange nicht mehr gibt. Wir haben trotzdem diese Daten importiert, unter Berücksichtigung natürlich, dass wir die bestehenden Daten, die bereits gemappt wurden, nicht zerstören. Und seither wurde auch fleißig dann diese Haltestellen überprüft. Und die Statistik sieht jetzt so aus, dass im Moment 70% von den importierten Daten wurden in OpenStreetMap irgendwann mal bearbeitet. Da gehe ich dann davon aus, dass die meisten davon an die richtige Stelle geschoben werden, dass dort unsere Daten jetzt stimmen. Wir haben auch einen weiteren Vorteil in OpenStreetMap. Wir mappen die Haltestellen richtungsgetrennt. Gerade Bushaltestellen ist es üblich, dass die nicht genau gegenüber liegen, sondern zum Teil etwas verschoben sind. Das bietet die Didok-Liste nicht an. 20% der Haltestellen in OpenStreetMap sind bereits als mehr als ein Punkt gemappt. Der Import fand in 2010 statt. Seither hat sich auch einiges getan auf Didok-Seite. Das heißt, Didok hat nun 2000 Haltestellen, die in OpenStreetMap im Moment fehlen. Also da gibt es durchaus noch einen Aufholbedarf. So, und das ist die geografische Verteilung. Die grünen Punkte sind, wo wir eben die Haltestelle in OpenStreetMap wurde sie mal angefasst, und orange Punkte, so wurden die Daten importiert und seither hat das niemand korrigiert. Dort wissen wir nicht, ob die Haltestelle wirklich noch vorhanden ist oder ob sie am falschen Punkt liegt. Dann Thema Points of Interest. Das war eigentlich die größte Knacknuss, da irgendetwas zu finden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eigentlich das Gastgewerbe. Dort gibt es Zahlen von der Betriebszählung vom Bundesamt für Statistik. Dort wurden 23.000 Restaurants gezählt im 2005. In OpenStreetMap wurden so etwa 10.000 Restaurants erfasst bis 2013. Was mich an dieser Grafik fasziniert, ist einfach, wie extrem linear die ist. Also irgendwo im 2008 fängt es an und dann ist es einfach eine gerade Linie. Und ja, fragt man sich, ob es so weitergeht. Ganz ähnlich sieht es aus bei den Hotels, die gibt es etwas weniger, so knapp 5000 Hotels kennt das BFS. OpenStreetMap gibt es bis jetzt 2500 Hotels. Dann Freizeit, Wandervelo und Skatingrouten. In der Schweiz gibt es den Freien Schweiz Mobil, der die nationalen oder regionalen Wander-, Velo- und Skatingrouten betreut. Der hat auch eine sehr gute Website, wo man die Routen anschauen kann. Aber unterdessen haben wir auch sehr viele von diesen Routen in OpenStreetMap integriert. Wanderwege gibt es angeblich etwa 60.000 Kilometer. Die Schweiz hat ein sehr dichtes Netz an Wanderwegen. Da ist in dieser Zahl ist alles drin, also jeder lokale Weg. Man kennt sie, die kleinen gelben Wegweiser. Von diesen sind noch nicht so viele erfasst, aber immerhin 10.000 Kilometer Wanderrouten ist schon mal etwas. Dann die Velowege, die sind bei weitem am besten erfasst. Vermutlich sind die einfach am einfachsten zu mappen. Man kommt mit dem Velo, mit dem Fahrrad, falls ihr mich nicht versteht, Schweizer Begriffe,
Man kommt mit dem Velo einfach sehr schnell voran. Da gibt es die Einteilung in nationale Routen und regionale Routen und glaube ich noch lokale. Und die nationalen Routen, die haben wir schon seit ein paar Jahren komplett. Und bei den regionalen Routen, da fehlt noch etwas, aber es ist auch nicht mehr so viel. Da habe ich keine globalen Zahlen mehr zusammengesucht, weil da müsste ich dann auf der Webseite jede Route einzeln anklicken und das alles zusammenzählen. Das war mir dann etwas zu viel Arbeit. Dann noch die Skating-Routen. Etwas neuer, auch bei Schweiz Mobil. Dort scheint auch immer noch etwas dazu zu kommen. Im Moment haben wir 460 Kilometer von momentan 625 Kilometern, die Skatingland, also Schweiz Mobil, kennt. Damit wäre ich schon beim Schluss. War etwas zu schnell. Die Frage wäre jetzt, ja, wie geht es eigentlich weiter? Können wir da diesen linearen Verlauf weiterführen? Also haben wir im 2015 bereits alle Straßennamen? Haben wir im 2018 sämtliche Hotels? Haben wir im 2020 alle Restaurants? Ja, wir werden sehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Also, Fragen? Bisschen laut. Was war denn das Kriterium, um etwas als Wanderweg dann zu kategorisieren? Dass es als Route mit Type Hiking erfasst ist. Relation, ja. Also bei den Velo-, Wander- und Skating-Routen, da wurden einfach die Relations gezählt. Ja. Ausgewertet. Danke sehr. Gibt es einen numerischen Wert für die Korrelation zwischen Dichte der Datenerfassung und Bevölkerung? Und aus Großbritannien kenne ich eine Studie von Muki Heckley, die sagt, vor allem sozioökonomisch schlechter gestellte Regionen seien weniger dicht gemappt. Gibt es da irgendwelche Angaben in der Schweiz? Nein, habe ich leider keine Auswertung dazu gemacht. Wäre durchaus ja, interessant, aber die Frage wäre, also eben ökonomisch schlechter gestellt, da müsste man dann auch zuerst wieder Daten suchen zur Ökonomie. Aber ja, wäre möglich. Werden die Gemeindegrenzen systematisch in OpenStreetMap erfasst oder wie läuft das genau mit den Daten von SwissTopo? Also die wurden einmal importiert und seither sind wir eigentlich davon gekommen, indem wir dann einfach auf diesen Import dann aufbauend die Mutation dann durchgeführt haben. Also es hat bis jetzt einen Fall gegeben, wo wir dann ein kleines Stück neue Grenze von SwissTopo holen mussten, aber das wurde dann alles von Hand gemacht. Markus Sem, wir haben eine Datenbank zur Verfügung, die pro Jahr ungefähr 200 Millionen Datensätze produziert über Fortbewegungsgeschwindigkeiten auf öffentlichen Straßen.
Wenn uns also hier jemand ist, der ein Interesse daran hat, diese Daten zu integrieren in so eine Navi-Vorhersage oder Navi-Qualität, kann man mich gerne ansprechen. Könnten die unter einer freien Lizenz verfügbar? Ja. Also Sie sind unter einer freien Lizenz verfügbar, war die Frage. Und ja, das sind Sie. Ich habe noch, da ich ja auch beteiligt war an dem Vortrag, auch noch eine kleine Bemerkung wegen den ökonomisch benachteiligten Regionen. Das gibt es eigentlich in der Schweiz nicht. zumindest nicht im Vergleich zu England. Was man bei uns sieht, ist schon, dass in den ländlichen Gebieten, wo die Bevölkerung weniger dicht ist, da ist auch die Datenqualität schlechter, wobei das nicht universell gilt, weil die Schweiz ist so klein, dass einzelne Mapper durchaus einen Unterschied machen können und relativ große Gebiete abdecken können. Was man aber sieht, glaube ich, bei allen Karten, ist, dass das Tessin nicht allzu gut erfasst ist, weil wir dort sehr wenig lokale Mapper haben. Obwohl die Bevölkerungsdichte dort nicht super klein ist, sind es doch meistens Leute aus der Deutschschweiz. Aber auch die Genfersee-Region, auch die Genfersee, die absolut höchste Einwohnerdichte hat, ist erstaunlich schlecht gemappt eigentlich. Okay, das war noch eine Bemerkung von mir dazu. Wenn keine weiteren Fragen sind, schlage ich vor, dass wir 10 Minuten Pause machen, weil die Luft hier drin ist wirklich langsam grenzwertig. Und sind um 9:30 wieder hier für Jochens Vortrag.